Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Factorio. Und da die paar Nester habe ich weggemacht, dann da habe ich auch ein paar weggemacht und da oben auch. Der Zug, der steht nicht mehr da, der hat jetzt aber schon wieder Sprit. Und was wir die Folge machen werden, ich weiß nicht, ob das vielleicht bis langweilig wird oder auch nicht, weiß ich nicht, ist, dass wir uns mal die Base anschauen, da das, weil da wollten wir insgesamt zwei hinstellen. Das werden wir hinstellen. Dann werden wir uns anschauen, von was zu wenig ist und schauen, dass die Base dann quasi bald fertig, also dass die dann ja eigentlich fertig ist, dass auch das eigentlich immer funktionieren kann. Und dann würde ich sagen, mal das tun wir da rein. Das dann nehmen wir uns jetzt. Aha. Tschüss, tschüss. So, nach oben. Warte mal. So. Das müssen wir halt nur umdrehen. Und das. Herrgott. Das gibt's doch jetzt nicht. So, jetzt aber. Das mal nach außen. Dann da die Fließbänder. Jetzt war ich extra oben, jetzt fehlen uns trotzdem Greifarme. 11 lange, 14 normale. 11 lange, 14 normale. Passt. Dann das drehen wir um. Kommt weg. Das kommt so nach oben. Zack, zack. Und das ist da dabei. Dann machen wir bevorzugter Ausgang links. Oder eigentlich. Warte mal. Achso, warte, ich müsste Filter. Ah ja, genau. So. Passt. Dann fehlt uns ein Effektverteiler. Okay. Von denen habe ich jetzt aber keine. Ja, dann muss ich sowieso nochmal rauffahren. So. Die zweimal rein und dann. Zwei Stück von denen und 41 von denen. So. Passt. Dann tun wir das natürlich beleuchten. So. Da drin ist ein bisschen dunkel noch. So, jetzt. Gut. Jetzt müssen wir uns anschauen. Pro Minute braucht es 315 Low Density. Da haben wir, glaube ich, schon das Doppelte. 322, perfekt. Das heißt, geht alles auf den einen Output. Okay. So, nein, so wollte ich es jetzt nicht. Sondern so. Dann Flugrobotergestell 105 haben wir, glaube ich, auch schon doppelt baut. 108, passt. Und das, glaube ich, eh auch schon. Das müssten 210. So, da müssen wir jetzt aufpassen. Da geht es noch runter, da geht es rauf. Das heißt, ab da 224. Okay, sehr gut.
dann kann ich das so machen. So. 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 Und so. Und dann passt das. So, was wir auch brauchen werden, ist noch sowas. Das wäre recht praktisch, wenn wir da noch was hinstellen davon. Hm. Weil von dem haben wir nämlich zu wenig. Da wären mehr nicht schlecht. Und ich weiß nicht, stellen wir die da oben dazu oder unten? Eigentlich ist wurscht. Aber weil die anderen oben stehen, könnten wir das auch oben hinstellen. Da werden wir es aber so machen. So, kopieren und zwar von da. Ist jetzt die Frage. Das ist Eisen. Oder machen wir gleich das doppelt. Da kriegen wir raus. 7,5. Der braucht 7,9. Der braucht 9,7. Ja, da können wir gleich das Doppelte nehmen. So, das wäre dann von da bis darüber. Das alles müsste das sein. So, und dann dass es gleich ist natürlich. Gehen wir ein bisschen weg. Ist denn nicht dein Scheiß ernst, du blöder Baum? So. Bisschen weg und zack. So, das dauert jetzt. Maschinen. Ah, das ist nervig, dass uns das alles jetzt fehlt. Ja, dann muss ich dann nochmal rauffahren. Aber warte mal, die. Wie viel brauchen die? Ja, na, die brauchen schon. Ich nehme dir das für die auch? Nein. Ja, müssen wir zuerst bauen, die ganzen Maschinen, bevor wir das rausfinden können. So, Bro. Wir haben sie da stehen. 21. Echt jetzt? 21? Naja, das geht sich aber nicht ganz aus dann. Schau aus. Okay. Das heißt... Wir brauchen da noch ein Fließband. Das wir jetzt nach oben verlegen werden. So. Zwar Kupfer kommt rein. Eigentlich nur bei den Kupfermaschinen, also bei den Dingsmaschinen.
Was? Also da und da. Dann machen wir das einmal. Können wir eigentlich so aufteilen, weil der braucht ja nur 10,5. Ja, da würden sogar die langsamen reichen. Aber die will ich dann auch nicht verbauen. So. Okay, die ersten fangen da schon an, auch gut. Dann das Eisen in der Mitte. Ja, das könnte man da eigentlich auch schon wegtun. Kann mir mal wer verraten, warum ich davon eine ungerade Anzahl mit habe? Ach Gott, ja, ich hole noch mal kurz Sachen. Was brauche ich jetzt alles? Maschinen, Greifarme, Effektverteiler, ja. Okay. So, dann mal Module. Nehme ich da gleich einmal raus. So, wie viel? 13? Oh, echt jetzt? Sag mal, da zwei, da zwei. Okay, wir brauchen noch 125 Dinger. Ja, für die vier, die habe ich jetzt natürlich nicht mit. So. So, die haben. Habe ich das da drüben auch? Ja, fuck. Warum? Hell. Hat ja gar keinen Sinn. Okay. Zack. Zack. So, ich schätze mal. Warte mal. Das sind Outputs und das komisch. Ach so. Das ist fürs Eisen. So. Und zack. Und jetzt sollte er eigentlich schon anfangen, dann zum Arbeiten. Ah nein. Fuck, stimmt ja. Der braucht noch die Kunststoffstangen. Das habe ich jetzt ein bisschen vergessen. Warte mal, aber haben wir da überhaupt dann genug? 1066? Sagen wir 40? Brauchen wir es da auch irgendwo? Nein, okay. Da werden produziert 42. Aber da können wir ganz einfach mehr dran machen, das ist nicht so schlimm.
Heißt, von denen hätten wir genug. Da haben wir da eh welche. Sehr gut. Hä, die haben den Input da versteckt. Einmal da. Und einmal da. So. Achso, na. Geh noch weiter. Ah, von denen habe ich jetzt keine mehr. Gibt's ja nicht. Naja, ich muss sowieso noch mal kurz rauf. Aha, da haben zwei keinen Strom. Okay. Echt jetzt? Sieht das mit einem in der Mitte aus? Das wäre cool. Ja, sehr schön. So. Da haben wir die jetzt. Machen wir das da gleich. Da einmal weg. Und da einmal weg. Und dann sollten wir jetzt eigentlich. Genau. Der anderen Seite auch gleich. Yes. Sehr schön. Okay. Gut. Dann das. Okay. Oder na, das. Das? Ja, nicht. Okay, wurscht. Dann machen wir einfach so. Und so und so. Zack. Und das muss jetzt da ganz rüber. Ja, das können wir da auch. Und im Prinzip könnte man es so machen. Sehr schön. Gefällt mir. So, dann schauen wir. Also 11, 22, 22 und 27, sagen wir 50. Ich glaube, das haben wir mit ein paar wenig Geschwindigkeitsmodulen. Können wir das schon machen? ...48, weiß nicht, ob sich das ausgeht. 50, perfekt. Genau, 50. Achso, jetzt haben wir aber ein Problem. ...50 pro Sekunde, das kriegen wir nicht auf ein Fließband. Wie viel geht da weg? Da gehen 10 weg, dann bleiben uns 40 über. Ja, okay. Dann müssen wir actually. Dann macht der 25, genau. Na, dann machen wir das so.
So. Elf. Das ist da. Und auf der anderen Seite dann auch. Genau, dann haben wir da die zwei verschiedenen Fließbänder. Und dann machen wir einfach... Müssen wir da die ersten weggehen. Und dann machen wir einfach... Sieht sich nicht aus. So. Das passt hoffentlich. Warte mal. 14 für die. Ja, und 11 für die. Weil ein Fließband hat 15 pro Sekunde. Also passt das. Gut, dann kommen wir da raus. Dann müssen wir nur irgendwie... So. Und dann kommt da. Das weg, das weg. Zack, zack. Und so. Dann müsst reichen. Das können wir natürlich schön aufteilen. Einmal so. Einmal so. Passt. So. Ja, jetzt haben wir eigentlich die ganze Zeit damit verschwendet, dass das geht. Was ich noch gerade ein bisschen interessant finde. Achso, naja, nee, okay, passt ja. So. Jetzt geht wirklich drum zum Schauen, ob überall genug da ist. Wir werden wahrscheinlich mehr Öfen bauen müssen, das ist schon mal klar. Also auf das stelle ich mich ein, dass wir zu wenig Eisen und oder zu wenig Kupfer haben werden. Strom 500 Megawatt. Das wird gleich steigen. Das wird gleich steigen. So, die arbeiten da jetzt noch im Moment den Vorrat ab. Aber sobald alle anfangen, sich da neue Sachen zu nehmen... Ja, dann geht's drum. So, jetzt ist alles quasi verladen. Die haben natürlich auch jetzt alle einen internen Buffer. Naja, aber unten fangen sie schon an zum Arbeiten, das ist sehr schön. Triggert mich irgendwie. So, die brauchen ja alle 5, irgendwas. 5, irgendwas. Das 5, irgendwas ist natürlich höher als das 5, irgendwas. Logisch. Aber irgendwie... So viel nehmen die sich gar nicht. Naja, aber da kommt eh was weg. Okay.
Da geht da was weg. Wahrscheinlich noch nicht. Zumindest nicht so viel. So. Genau, da haben wir es schon. Warum haben wir da nur zwei Dings für Kupfer? Achso, ne, haben wir eh drei. Gerade einfach nur wegen einem Zug. Okay. Ich meine, wir können uns ja mal grob ausrechnen. Also die alleine brauchen schon 4, 5, 6. Ja, oh ja, da brauchen wir schon. Brauchen wir schon das, was wir uns ausgerechnet haben. Das heißt, im Prinzip kann ich. Achso, nein, nicht ganz. Warte mal, das machen wir mit dem Rezeptbuch. Das heißt, einmal 90. In die Richtung natürlich. Das ist für 2. Output. Output. Fehlen uns natürlich als Effektverteiler. Logisch. Und dann brauchen wir einmal die 45. Kommt da dazu. Da ist der Output. Passt. Fehlen irgendwo Fließbänder? Nein, Fließbänder fehlen keine. Das ist gut. So. Und da haben wir halt jetzt. Wie haben wir denn das da gemacht? Warte, das schaue ich gleich. Da müssen zuerst alle Module drinnen sein. Das heißt 100 für die. Dann brauchen wir 44 Effektverteiler und 42. Okay. Die können wir schon mal holen. Also, ich glaube, in einer Folge bin ich noch nie so oft hintereinander da hinten raufgefahren.